Herr Jesus, danke, dass du auferstanden bist, dass du uns erlöst hast, auch heraus aus unseren Alltagssorgen heraus, wenn du wieder uns stärkst mit dieser Auferstehungskraft. Lass uns nun nochmal wieder neu uns bei dir sammeln, Alltag hinter uns lassen, vielleicht auch den Feiertagsstress, dass wir wirklich in der Ruhe und zum Anbeten wirklich auch versammelt sind, um dich zu preisen. Viel zu lang war ich von dir fort, träumte von den Dingen der Welt. Ich verschmähte so oft dein Wort, wusste nie, was mir wirklich fehlt. Doch du hast mich niemals versetzt und auch in der Fremde beschützt. Hast ein Licht mir angesteckt, das mich nach der Umkehr führt. Dahin, wo du wohnst. Come on.
auferstanden ist, um uns selbst herauszureißen aus dem Tod, in dem wir täglich sterben. Lob und Preis sei dir. Lob und Preis. Preise dich, Herr, weil du vorgegangen bist aus allem Dunkel, aus aller Schrecklichkeit, aus allem Leid, hin zum Vater, ins Licht, in die Herrlichkeit. Danke, dass du uns vorausgegangen bist. Lob und Preis sei dir. Lob und Preis sei dir. Und danke, Herr, dass jeder von uns dich erfahren kann als den auferstandenen Herrn, der mit uns geht und der mit uns lebt. Lob und Preis sei dir. Lob und Preis sei dir. Thank you.
Von dem Jungen von Emmaus.
Und dann sieht dort Jesus in der Mitte das Brotbrechen, links den Kleophas und auf der anderen Seite seine Frau. Weil dadurch dort die Jünger von Emmaus als Ehepaar dargestellt sind. Und es ist auch so, da bin ich ja nicht, dass es zwei Männer waren, es sind zwei Jünger, die hingehen und unter der Öffentlichkeit des Jünger sind. Das ist erwähnt worden. Hatte ich aber eine schöne Gedanke, weil das oftmals ja nicht so oft so auftaucht in den Auslegungen. Aber ich glaube, macht es wirklich Sinn, diese Weggemeinschaft, die beiden da noch da haben und wo sie auch in ihrem Leid, in ihrer Trauer sich erzählen, was passiert ist. Glaube ich, eine ganz wichtige Sache, weil dieses Erzählen an sich schon oftmals einen Anfang eines inneren Heilungsprozesses beginnt. Und hier noch stärker, weil der Auferstandene dazukommt und dieser Sache sich nochmal erzählen lässt. Und jetzt hier beginnt schon was anschließend, als sie ihn erkannt haben, gemerkt wird, als brannte sich das Herz in der Brust. Also sie merken schon, während sie reden und während sie gehen, das ist das, was da was anderes ist mit diesem Jesus. Der erzählt was, bringt das, was da geschehen ist, in Zusammenhang mit Texten aus dem alten Bund, und auf einmal sind sie an dem Ort da, wo sie ihn wollen. Und wollen ihn eigentlich gehen lassen, weil das für die frohmachend war, was sie da erlebt haben, dass sie ihn dabei behalten wollen. Geht nicht weiter, es wird schon dunkel, kommt hinein. Und dann kommt er mit hinein, und als er dann das Brot bricht, vorher noch war der Satz gefallen, und er kam mit ihnen hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und das macht er auch dann, als er das Brot gebrochen hat und er in ihren Augen entschwunden ist, bleibt er trotzdem dabei. Denn er ist hineingekommen, um mit ihnen zu bleiben, bei ihnen zu bleiben. Auch wenn sie jetzt zurückkehren nach Jerusalem, geht dieser Jesus mit. Der ist gekommen, um bei ihnen zu bleiben. Der erste wichtige Punkt, glaube ich, in dieser Geschichte, zum einen natürlich dieser Weg selbst, der schon Heilung ist, aber eben auch, dass in diesem Prozess des Erzählens Jesus dazukommt und da schon innere Heilung schenkt. Aber es geht ja noch weiter. Sie kommen dann hin zu der nach Jerusalem, und letztlich aber vorne vielleicht noch, was auch das Schöne daran ist, die haben auch diesem Jesus auch alles schon erzählt, was sie eigentlich wissen müssen für den Glauben der Auferstehung. Denn sie haben ja schon erfahren, das Grab ist leer. Die Frauen haben gesagt, es sind Engel erschienen, die ihnen das gesagt haben, dass das schon da ist. Und auf einmal braucht es noch ein bisschen, um zu verstehen, was da eigentlich jetzt wirklich mit dem Jesus passiert. Und das ist jetzt auch das, was sie bei den anderen Jüngern machen wollen. Sie gehen zurück und erzählen, was sie erlebt haben. Sie erzählen auf einmal das, was das Herz in der Brust brannte, erzählen, wie sie ihn erkannt haben. Und wahrscheinlich wird es ihnen genauso gegangen sein wie den Frauen. Die Apostel sagen, wir haben es über drüber, die beiden. Auch da ist noch nicht diese Umkehr da, wirklich zu glauben, was man da gehört hat. Es ist ja auch so neu, so anders, dass es auch eine Herausforderung darstellt. Und deswegen hat auch Jesus das schon die ganze Zeit angekündigt, damit, wenn es geschieht, sie eine Chance haben zu begreifen, was da passiert. Denn der da kommt, ist nicht einfach nur ein Geist, sondern er ist einer, der mit ihnen Brot brechen und essen kann. Das ist einer, der, den sie, wenn er es ihnen noch zeigt und offenbart, den sie ansprechen und anfragen können. Jemand, den auch wir heute neu immer wieder anfassen und uns von ihm nähern können, neu ist. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass wir diese Kontinuität sehen in dem, was damals geschehen ist und dem, was heute da ist. Dieser Jesus ist derselbe damals, heute und in Ewigkeit. Und so auch hier, er ist hineingekommen in unsere Gemeinschaft, um hier zu bleiben und nicht wieder fortzugehen. Lassen wir uns vielleicht noch ein bisschen sinken und bitten an den Herrn, dass er uns bereit macht, diesen Herrn in unserer Mitte, der gegenwärtig ist, nur wieder neu zu erfahren, neu ihn zu preisen und dann von ihm heraus unsere Alltagsschwierigkeiten in Mühen zu gestalten. Amen. Tragen wir von den Herrn auf unsere vier Bitten. Herr Jesus Christus, segne die beiden, dass sie dein Wort hören, dass sie auf deine Stimme hören.
Und das, ja, Sie haben das rechte Wort von dir, Herr, in Ihr Herz bekommen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Thank you.
deinen Namen. Wir singen auf ein neues wieder das Halleluja zu. Gelobt seist du, Herr, für deine Auferstehung. Thank you.
beschenken wir dir immer neu unser Vertrauen, Herr, für jeden Schritt, auch jetzt wieder nach Ostern, an dem wir neu wissen, du gehst mit uns, du liebst mich, du liebst uns, du reinigst uns immer mehr und immer wieder, wenn wir zu dir kommen, immer wieder neu, bist du unser neuer Anfang. Thank you.
Thank you.
Vater, unser Gott und Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben uns unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Und so segne und behüte euch, die ihr den ganzen Tag für dir gebetet habt. Der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige.